Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg Zockt, hier aus Karbow-Lübe. Oh Gott, wie hieß es? Karbow weiß ich noch. Karbow-Viertlübe, genau, da wo noch die Dampflokomotiven fahren aus ganz alten Folgen. Ja, aber ist auch immer mal schön zwischendurch so einen Zug zu sehen, muss ich schon sagen. Ist halt auch der Sound, der Sound bei Güterzügen, der Sound bei Dampfloks, überall schön. So, wir sind aber hier hinten stehen geblieben. Ich nehme das gleich anschließend auf. Ich weiß also nicht, was ihr von der Idee haltet, hier Öl zu holen, um nach da hinten zu das Ganze nach hier hinten zu schippern. und zwar nach, ich erkläre es gerne nochmal, nach hier hin, damit wir hier Güter bekommen, die wir dann hierhin schaffen, damit die Züge, die in diese Richtung fahren und die ganzen Städte bedienen, auch wirklich Güter bekommen, denn die bekommen sie ja leider von der Strecke hier hinten nicht. Wenn jetzt jemand diese Folge als erste sieht, bitte die davor nochmal kurz, zumindest den Schluss gucken, da erkläre ich ziemlich genau nochmal, warum das da alles nicht wirklich so hinhaut, wie wir uns das gedacht haben. So, jetzt als erste Amtshandlung hier, denke ich, tschüss Straße. Wir gucken mal, aber das wird eher schwierig. Nein, geht. Okay, das geht wahrscheinlich dann mit dem zweiten Gleis wieder nicht mehr. Das ist aber auch nicht dramatisch. Ich werde jetzt hier Strom machen und Hochgeschwindigkeitsschienen, denn wir machen jetzt mal eine Güterstrecke, die nicht primär schön sein soll, sondern die soll primär schnell sein, damit wir möglichst schnell mit dem Öl nach da hinten kommen. Also das gibt dann auch schnelle Loks und das gibt jetzt auch eine schnelle Strecke. Eine möglichst schnelle Strecke, sagen wir es mal so. Wo wir können, bleiben wir bei den 300. Wir werden Brücken bauen, Tunnel und. Einfach damit das hier ein bisschen hurtig geht. Oh, das geht auch. Okay. Gut, dann machen wir das so. Nehmen wir gleich mal mit. Machen eine X-Weiche. Ja, da gab es auch einen Kommentar. Warum überall X-Weichen? Das ist unrealistisch. Ja, das ist hier nicht die Realität. Und mir gefallen die halt. Und ich finde die doch eher praktisch. Und bei anderen Bahnhöfen habe ich teilweise halt X-Weichen gemacht. Auch für später. Damit die Gleise wirklich überall erreicht werden können, von hier oben nach hier unten und so weiter. Aber die Bahnhöfe sind halt auch noch nicht fertig. Deswegen sind da einzelne Kreuzweichen einfach auch noch nicht wirklich sinnvoll, obwohl sie da sind. So, jetzt habe ich, während ich das gesagt habe, überlegt euch Langwil. Wie machen wir das denn? Hier durch wäre wahrscheinlich fast schneller. Ich habe mal gesagt, hier zum Beispiel dieses Gleis noch benutzen. Da machen wir aber einen Umweg. Ich würde möglichst schnell gern in den Berg rein und möglichst bald hier wieder raus. Und hier die Strecke mal Strecke sein lassen. Einfach, dass wir wirklich ganz schnell nach hier hinten kommen. Wo machen wir denn hier den Bahnhof hin? Das ist dann auch noch die Frage. Hier ist noch die Autobahn im Weg. Hier gleich mal anschließend. Und dann da und dann darüber. Ich überlege gerade, wie wir das dann machen mit... Ob das funktioniert? Ach hey, ich bin gespannt. Aber das ist ja genau das Spannende, wenn man nach so vielen Trainfieber-Folgen, das sind weit über 400 mit den DLCs mittlerweile, halt immer noch irgendwas findet, das eine Herausforderung darstellt. Hier, die ganzen Züge, die hier rum... Oh, bauen nicht möglich, ja, ist mir klar. Ich möchte hier auch nicht bauen, ich wollte gucken. Eben, die fahren leer rum. Also, okay, der kommt gerade rein, der fährt raus, der fährt aber halt auch ohne Güter los. Und die sollen eben die Güter bekommen. Aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt hier mal noch mit dem Bahnhof. Wir müssen hier mal erstmal durch den Berg durch. Unser Gotthardtunnel bauen. Ich bin mal gespannt, was das kostet. Das dürfte jetzt wirklich ordentlich ins Geld gehen. Und wenn das dann nichts bringt, dann haben wir ein Problem. Machen wir hier eine Kurve, damit der Anlauf holt. Sollen wir früher schon eine Kurve machen? Wisst ihr was? Ich reiß das hier nochmal ab. Zumindest nach der Kreuzweiche. Das fängt schon gut an. Ich bin 20 Meter weit gekommen und habe schon zum ersten Mal die Abrissbirne bemüht. Hier darf er ja durchaus noch ein bisschen langsamer sein. Er muss ja auch erstmal Fahrt aufnehmen. Aber wir müssen schon so rein. Wenn wir hier zu weit rausgehen, wenn wir hier mit 300, ich kann das ja mal so machen. 200, das wäre eigentlich auch okay vom Tempo her, aber wir kommen dann halt nach hier hinten. Und das möchte ich verhindern. Wir machen hier eine Kurve. Er kommt ja sowieso aus dem Bahnhof raus. Er kann hier nicht von 0 auf 180 oder wie schnell er dann ist, beschleunigen. Also reichen die 110 hier auch noch
im umgekehrten Fall muss er halt dann ein bisschen eher abbremsen. Wir machen hier mal 100. Okay, und jetzt bin ich echt gespannt. Also das zweite Gleis können wir mitnehmen. Und jetzt wird es hier in den Berg reingehen. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier. Boah. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier durch, guck, wo wir rauskommen. Und dann schauen wir mal, was das kostet. Das kostet eigentlich nichts. 1,22 Millionen. Das ist nichts für die Strecke. Ganz klar. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Tunnelportal am meisten lieb? Wahrscheinlich ja. Wir nehmen hier aber mal... Das hier habe ich, glaube ich, noch nicht allzu oft verwendet. Wahrscheinlich habe ich alle schon mal oft verwendet. Jetzt wäre es halt interessant zu wissen, ob wir hier mit dem zweiten Gleis auch gleich durchkommen. Oder ob das ein Problem gibt. Aber das kann ich nur testen, indem ich das jetzt hier baue. Aber eben, das ist sowieso... Ich dachte, das geht jetzt schon in Richtung 20, 30 Millionen. Naja, umso besser, wenn es nicht so ist. Wir bauen es mal. Okay. Hier gleich mal weiter mit den 300. Moment. Da gehen wir wieder in den Tunnel rein. Das möchte ich nicht. Sollen wir das? Wisst ihr was? Wir bauen mal ein bisschen weniger weit. Hier einfach möglichst gerade raus. Ne, nicht gerade, sondern ein bisschen kurvig, da wir nach da hinten wollen. Wir sehen hier sogar schon, wo wir hin wollen. Hier Kiste und Öl. Bauen wir mal. Und jetzt, jetzt wäre es halt schön, wenn das zweite Gleis sich hier anschließen würde. Wie sieht es denn aus? Irgendwie, das sieht sehr gut aus. Kostet nochmal eine halbe Million, ein bisschen mehr. Das ist aber natürlich okay, das kaufen wir uns gleich mal. So, das ist also unsere Einfahrt. Gotthard massiv. Dann geht es hier hinten raus. Und jetzt hier über die Straße wird gut funktionieren. Hier werden wir wahrscheinlich nochmal einen Tunnel haben. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich hier hinten schon mal überlegen müssen, wo wir mit dem Bahnhof hin wollen. Wir müssen möglichst nah hier an dieses Dingens ran. Müssen wir halt je nachdem auch wieder Straßen opfern. Ah, oh, wisst ihr was? Ich habe ja hier hinten eine Straße. Nee, ich habe sie gelassen. Das hat ja funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier hinten wieder eine Straße abgerissen und vergessen, die wieder hinzustellen. Hier werden wir wahrscheinlich auch eine Straße abreißen müssen. Hier hinten, das ist im Moment uninteressant. Das heißt, diese Straße könnten wir kappen. Wir gucken erstmal ohne, dass wir irgendwas kappen. Da haben wir diesen Bahnhof. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier. Wir haben halt nur noch den alten hätten wir hier noch. Das ist ein bisschen zu oldschoolig, finde ich, für diese Art von Strecke. Hier haben wir wieder den Containerbahnhof und hier haben wir wieder die Kohle. Vielleicht hier doch nochmal Kohle hinmachen. Hier reichen zwei Gleise. Denn wir werden nur aus der Richtung mit 3-4 Zügen vielleicht kommen. Wir schauen mal. Also hier geht schon mal nicht. Aha, hier geht es auch nicht wegen der Straße. Okay, hier geht es auch nicht rein. Ich teste das jetzt einfach mal. Hier wird es gehen. Vorhin ging es doch, jetzt geht's. Okay, so würde es gehen. Okay, aber ein bisschen näher ran vielleicht noch. So geht es schon wieder nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen ein Gebastel. Wir müssen ja da vorne auch mit den Schienen rauskommen. Aber wir können da natürlich auch die Straße wegnehmen. Das ist egal. So wären wir zumindest sicherlich fähig. Ich drehe es mal. Ich möchte mit den Gleisen noch ein bisschen näher dran sein. Wenn es geht. Das scheint aber hier wieder... doch, das würde auch gehen. Okay. Was ist denn beim Güterbahnhof ausschlaggebend? Das bestimmt, dass die Güter aufgenommen werden. Das Gleis oder der Straßenanschluss? Das wüsste ich jetzt so auch nicht. Das, was aber so natürlich ist, dass wir unten die Straße nicht mehr vernünftig bauen können. Ich mache es trotzdem in die Richtung, wie ich zuerst wollte. So, bevor ich jetzt hier noch 3 Stunden rumbastel, gibt es hier diesen Bahnhof. Zack. Okay, gleich ein bisschen eingegraben das Ganze. Und hier werden wir wahrscheinlich nicht rüberkommen. Das würde mich wundern. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich wundere. Ja, also eine coole macht es zumindest schon mal eine gröbere. Wir müssten grad rüber. Dann könnten wir nachher hier rüber. Da haben wir noch Autobahn. Da haben wir später dann noch eine längere Autobahn. Die geht hier weiter. Die werden wir noch bauen. Wo kommen wir denn raus? Da hinten. Also ein bisschen kurvig dürfen wir noch. Ich würde sagen, aber wir
gehen hier dem Gleis entlang und gehen hier rüber. Und gehen dann da in die Richtung. Möglichst mit Tempo. Oder wir können auch hier rüber. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das möglichst mit Tempo machen. Die Kuhle hier, die lasse ich mal. 144, okay. Hier gibt es ja sowieso noch eine engere Kurve. Genau so. Aber erstmal gucken, ob das mit dem zweiten Gleis... Nein, das geht nicht. Das ist aber egal. Dann machen wir die Weiche dann hier irgendwo. Okay, wenn wir jetzt hier so die Ausrichtung haben, das wäre ungefähr, wo wir hinwollen. Da müssten wir dann mit einer Brücke hier zum Beispiel rüber, über die Autobahn, mit einer möglichst geraden oder unten durch. Das ist ja dann egal. Die Autobahn wird eh benutzt, das sieht man, da fährt einer unserer Lastwagen. Hier die Züge, wisst ihr was, ich mache mal Pause, sonst vergeht mir hier zu viel Zeit. kommen wir hier vielleicht auch schneller? Ja, nee, geht nicht. Dann müssen wir da vorne die Kurve machen. Lasst uns hier die Kurve machen und dann möglichst gerade den Rest hier rüber. Okay. 50. Zweites Gleis lasse ich mal noch. Ich weiß nicht mal, auf welcher Seite es kommen würde. Kann man denn? Könnten wir rein theoretisch tatsächlich, wir könnten die Autobahn kreuzen. Das möchte ich aber nicht. Das ist mir doch ein bisschen zu unrealistisch, wenn hier mitten auf der Autobahn ein Zug rüberbrettert. Das, nein. Dann sind wir hier aber wahrscheinlich zu weit unten. Brauchen wir denn die Straße? Eigentlich bräuchten wir die auch nicht zwingend. Dann nehmen wir auf die einfach mal keine Rücksicht. Sprich, wir testen jetzt mal, wie es aussieht mit einer Brücke. Das sieht ganz schlecht aus, das funktioniert so nicht. Weil es hier wieder ein bisschen rauf geht wahrscheinlich. Hier könnten wir natürlich unten durch. Aber da müssen wir... Nein. Nein, 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 nein. Da muss ich hier... Ups, so ein Schlenker, dann ist hier die Fabrik im Weg. Nein, das ist viel zu kompliziert. Das muss anders gehen. Ja. Mal bauen. Abgerissen ist es schnell wieder. Auch mal bauen. Wir kommen hier wahrscheinlich nicht rüber. Nein, da macht es sogar allen Ernstes, weil es hier halt runter geht. Hier geht es runter. Da macht es tatsächlich einen Bahnübergang hin. Das könnte ich ja noch akzeptieren, aber hier nicht. Wisst ihr was, dann gehen wir in die andere Richtung. Wir gehen unten durch. Mal gucken, ob das klappt. Ändert nichts daran, dass wir da ein Gefälle haben. Aber ja, wir testen das jetzt einfach mal. So, hier wieder für Ordnung sorgen. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Eigentlich müsste es, wenn der Zug eben schnell genug ist, dann müsste er rechtzeitig hier ankommen. Wir werden es rausfinden und sonst haben wir noch eine schöne Baustrecke. Sie kostet uns ja zum Glück nicht allzu viel. Diese Million da fürs Tunnel, das ist kein Ding. So, das klappt schon mal. Haben wir 300? Wir haben 300. Wir können hier sogar noch rauf bis hierhin und dann düsen wir hier unter der Autobahn durch. Da nehmen wir, das ist eher für die Berge hier die Auswahl. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal dieses hier oder das. Nein, wir nehmen dieses. Okay, wo kommen wir wieder raus? Gar nicht. Das ist dann irgendwie auch nicht, was ich wollte. Dann haben wir hier eine U-Bahn. Ich mache mal testweise. Ist die Steigung zu groß? Arg, arg, arg. Okay, das müssen wir anders machen. Okay. Aber warum kommen wir denn hier nicht mehr raus? Weil es halt eben rauf geht. Weiter rauf geht nicht. Okay, wenn wir hier doch zu einer Kurve greifen. 300 hätten wir ja noch. Nein, geht nicht, geht nicht. Und hier kommen wir genau rein. Das möchte ich natürlich auch nicht. Nicht wegen der Autobahn. Dann machen wir es anders. Wir machen es nochmal anders. Ich nehme das nochmal weg. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Geteste. Da kommen wir nicht dran vorbei. So. Einebnen. Ebenen wollte ich sagen. So, wir machen es ganz anders. Wir reißen hier die Autobahn ab und verlängern die Brücke. Da ist ein Fahrzeug im Weg. Okay, dann mach mal, dass ihr wegkommt. Da kommt schon der Nächste. Und da kommt noch einer.
Wenn ich dich erwische, ja, jetzt ist er eh schon auf der Brücke, aber halt mal an. Okay. Hier vorne sollte keiner mehr rauf. Da ist immer noch Fahrzeug im Weg. Gleich müsste es weg sein. Na. Jetzt. So, dann darfst du eigentlich wieder fahren. Allerdings, du hast keine Straße. Im Prinzip müsste man die Brücke ganz abreißen, dass wir die Brücke ganz hier rüberziehen. Da müssen wir die Fahrzeuge aber nochmal weg haben. Lassen wir mal nochmal laufen. So, mal drehen. Auch mal drehen. Ihr könnt hier eh nicht weiter. Ihr müsst jetzt erst nochmal zurück. Aber das ist schon cool hier mit der Autobahn. Das gefällt mir schon sehr gut. Da freue ich mich auch drauf, diese Autobahn dann wirklich durch die ganze Map durchzuführen. So. Jetzt habe ich gesagt, Brücke weg. Das können wir. Wir machen Pause und jetzt gibt es diese Brücke, die Autobahnbrücke in XXL. So, hier rauf. Dann sind wir da, wo wir vorhin waren. Das wollen wir genau nicht, sondern wir wollen noch weiter. Deswegen müssen wir dieses Stückchen auch noch wegnehmen. So, ich würde mal sagen, bis hierhin. Kommen wir da mit dem Gleis unten durch? Ja. Ja, ja, ja. Glaube ehrlich gesagt nicht, wenn wir es noch ein bisschen länger machen. Kann ich das mit M? Tatsächlich, ich kann es mit M noch erhöhen. Aber ob wir da hier ein Gleis durchbringen? Ich wage es zu bezweifeln. Da bräuchten wir eine kürzere Brücke. Vielleicht. Wir machen es andersrum, wisst ihr was? Wir bauen doch erstmal das Gleis. Dann sehen wir nämlich, ob es funktioniert oder nicht. Ist ja viel einfacher. Also hier mal so rüber. Mit den 300 km/h. Hier kreuzen wir natürlich. Die normale Straße kreuzen wir. So, dann bräuchten wir hier Gleis Nummer 2. Halt. So, bauen wir gleich mal fertig, wenn wir hier eh schon dran sind. Dann machen wir aber hier eine Weiche. Moment. Hier raus. Ah, Krümmel zu groß. Ne, geht. So, nach hier hinten. Gott, bin ich gespannt, ob das klappt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es halt auch zu lange dauert. Die müssen hier hin. Hier müssen sie umladen und dann müssen die Züge von hier mit den Gütern noch in die Städte. Das dauert alles auch noch. Aber eben, wie gesagt, sonst haben wir halt nochmal eine Schönbaustrecke und der Bahnhof hier unten wird dann noch ein bisschen besser. Also der Bahnhof zwar nicht, aber hier mit diesem Bahnhof zusammen, der übrigens noch keinen Straßenanschluss hat, wird dann halt auch mehr befahren. Und das finde ich nicht völlig schlecht. So, wir müssen so lang. Und dann gehen wir hier rein. Gut, dann wärst du angeschlossen. Die Straße halt, bei der Autobahn waren wir. Die haben wir hier unten, Highway. Jetzt mal gucken, ob wir hier rüberkommen. In irgendeiner Form. Nee, geht so nicht. Dann müssen wir es anders machen. Mal so. Das Gleis hat ganz klar Priorität. Geht aber auch nicht. Ah, ist natürlich schade. Sollen wir mit der Autobahn unten durch, dass wir einen Autobahntunnel machen? Ja, hier mal ein bisschen länger. Ja, geht nicht. Nicht genügend Platz. Hier hinten fängt sie an. Wir machen das mal so. Nein, geht auch nicht. Schade eigentlich. Aber ich mache trotzdem noch mal einen letzten Test, bevor wir... Ja, guck mal, wo jetzt die Autobahn hin will. Wow. Nein, nein, nein. Das wollen wir so nicht. Sondern wir wollen es so. Nee, geht nicht. Das sind die Pfeiler im Weg. Okay, geht's unten durch. Wo wollen wir hin? Nach da hinten. Beziehungsweise, wir haben dann ja... Hier auch noch eine Brücke. Hier, über die Straße rüber. Wollte er nicht gerade? Jetzt wollte er doch gerade. Bin ich jetzt hier mit M?
Nee, dann haben wir wieder das Problem mit den Pfeilern. Okay, dann werden wir... Wir müssen das so lassen, sonst sind wir hier die ganze Zeit unterirdisch. Aber wir werden jetzt hier unten lang gehen. Und zwar... Ich würde mal sagen, so. Okay. Hier wieder verbinden. Das müsste ja eigentlich wieder problemlos gehen. Und hier machen wir halt wieder die Brücke. Das müsste ja eigentlich klappen. Die hätten wir gar nicht abreißen müssen. Jetzt mit dem jetzigen Wissensstand. das ist tatsächlich, da ist tatsächlich Steigung zu groß. So würde sie gehen. Okay, das ist auch eine gewisse Steigung, aber okay. Und nachher geht es dann gleich hier ordentlich mal ins Tunnel rein. Das ist eher wild, aber okay, es geht. Also die Linien können so wieder funktionieren. Wir lassen mal laufen. Ich rufe mal ganz schnell die Linien auf. Dann haben wir sie hier unten. Ja, die LKW-Linie. Gut, das passt. Dann können wir hier eigentlich unbesorgt weiter. Ich würde hier gerne noch ganz kurz eine kleine Korrektur anbringen, dass das hier nicht so aussieht. Sonst werden wir die ganze Zeit daran erinnert, was wir hier gemacht haben. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Nicht, dass man das nicht erwähnen könnte oder dass man das nicht wissen dürfte. Aber man fährt dann mit dem Zug hier durch und denkt, ah, okay, hier hat man ja, genau. Da wollten wir doch erstmal oben rüber, ging da nicht. Deswegen sind wir jetzt unten rüber gegangen. Kann man das so lassen? Ja, ich denke, ungefähr so lassen wir das. Gut, mal gucken, kriegen wir jetzt die Gleise? Gleise waren hier, hier und hier. Da müssen wir eigentlich ohne größere Probleme jetzt darauf kommen. Ja klar, hier gibt es einen Tunnel. Ach so, nee, von wegen keine größeren Probleme. Wir haben hier noch ein Problem mit der Steigung. Nee, doch nicht. Wenn wir das gleich mal so machen. 300, 300, 300, überall 300. Wir ersparen uns natürlich hier Arbeit. Ah, da möchte er aber eine Brücke haben. Okay, ich denke mal, die Brücke könnte er eigentlich haben, der Zug. An Portal haben wir dann das hier. Lass uns doch gleich nochmal das hier nehmen. Das haben wir da vorne schon. Dann kommt er hier raus. Also, Moment, hier vor der Brücke. Man sieht es nicht. Und dann sind wir hier drin. Und zwar sind wir hier im linken Gleis. Das heißt, wir müssten mit dem rechten hier durchkommen. Ja, das werden wir sehen. Wir bauen es mal. Ich glaube, eine Schranke wollte er irgendwie. Wollte er nicht noch eine Schranke haben? Nein. Gut, dann nehmen wir das. Doch, hier oben war doch noch eine Schranke. Ne, hier haben wir eine Brücke. Hier will er keine Schranke. Gut. Also, das zweite Gleis war hier. Ich werde jetzt nicht darauf pochen, dass wir überall ein zweites Gleis haben. Aber wo es geht, wird es natürlich benutzt oder genutzt. Ja, geht ja eh überall. Okay, bestens. Dann haben wir es gleich. Dann können wir da... Ah, okay. jetzt bin ich doch auf der falschen Seite durch. Das ist aber kein Drama. Wenn ich das hier abreiße, reiße ich wieder die ganze Strecke ab. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen gibt es hier eine Weiche und ein Autosave. Da kann ich mir meine Handlung nochmal in Ruhe überlegen, ob ich das wirklich genauso haben will. Aber ja, warum denn auch nicht? Na, mach hin, Autosave. Ich weiß, du musst viel speichern. So, jetzt können wir das nochmal wegnehmen. Das hier auch. Und dann... Gucken wir mal, ob wir das immer noch mit Tempo hinkriegen. Hier oben. Überall volle Pulle. Perfekt. Dann geht das natürlich jetzt auch hier mit dem Gleis. Dann sind wir nicht mehr auf der falschen Seite. Dann hätten wir das soweit berichtigt. Hier haben wir Tunnel. Hier haben wir das. Dann fehlt hier eigentlich nur noch dieses Stückchen. So, das hätten wir dann auch. Okay. Haben wir eine Linie? Ich glaube, ich habe in der letzten Folge habe ich noch vergessen, die Linie 1 umzubenennen. Kann das sein? Nicht nur sichtbar, sonst haben wir natürlich die Linie da nicht drin. Na? Ich habe eigentlich den Atomzug hier oben, also das sollte eigentlich schneller gehen, aber okay.
Linie 1. Da, tatsächlich, die habe ich noch nicht benannt. Okay, die nehmen wir mal raus. Hier sollten wir eigentlich schnell wieder hinfinden. Ich nehme mal den Bahnhof hier noch im Fenster. Genau, das ist eigentlich unsere Berggüterlinie nach Benraterhof. Ich würde sagen, wir nennen die einfach mal Güter. Damit wir auch wissen, was der Zug eigentlich macht. Benraterhof. Ja, belassen wir mal so. Gut, dann bauen wir gleich mal die neue Linie noch. Dafür brauchen wir diesen Bahnhof hier wieder. Neue Linie, bitte mit schöner Farbe. Nicht, dass ich wieder wechseln muss. Das ist das Gegenteil von schön. Wir machen sie mal himmelblau. Also von hier. Signale haben wir natürlich noch nicht, aber die Linie können wir trotzdem erstellen. Das wird hier halt noch nicht zweispurig genommen. Da die Signale eben noch fehlen. Oberhohenebra, wie heißt denn das Ding hier? Dieser Bahnhof. Wenn wir hier mal zumachen. Ne, geht nicht. Nee, den möchte ich auch nicht. Ich benenne die mal. Also, das ist einfach Öl. Geht das? Ne, das geht nicht. Dann müssen wir Oldschool Öl machen. Oel. Und Ebra. Öl, Hohen, Ebra. Okay, können wir machen. Kann ich eigentlich? Tatsächlich, die kann man gruppieren. Okay, würde das dann heißen, dass die Güter, die hier ankommen, hier auch gleich landen? Das können wir dann beobachten, wenn die Züge kommen. Und sonst machen wir hier noch eine Kurzverbindung mit LKWs hier rüber. Die bekommen dann aber, würde ich sagen, eine Brücke. Denn hier vorne, wenn die hier dann jedes Mal hier rüber wollen, guck mal. Viel Spaß. Das ist so sowieso hier dieses Gehuckel, das kann ja nicht gesund sein. Ah, hier haben wir auch nochmal einen Bahnübergang. Den werden wir auch noch beschranken. Zur Sicherheit unserer vielleicht dann bald fahrenden LKWs. Gut, hätten wir jetzt die Signale fehlen. Wir müssen noch ein paar Signale hinmachen und wir machen nochmal Pause. Dafür hätte ich gerne mal dich hier. Haben wir hier? Hier haben wir keine X-Weiche. Nein, hier haben wir einfach eine normale. Können wir das Signal hier hin machen. Machen das zweite hier vor dem Bahnübergang. Und dann gibt es hier ein, zwei Blocksignale. Wir gucken mal, was wir an Zügen fahren lassen. Wir können so natürlich den Takt beeinflussen. Zwei oder drei Züge werden das schon sein. Und dann geht es hier in das ellenlange Tunnel rein. Machen wir hier nochmal? Ich würde sagen, ja. Hier machen wir nochmal welche. Ich weiß, dann steht je nachdem der lange Zug im Tunnel drin. Aber damit werden wir jetzt mal leben. Sonst haben wir hier eine ewige Wartezeit. So, einmal diesen. Und ja, ich würde mal sagen, hier vor dem Tunnel nochmal. Gut, das hätten wir auch. Linie haben wir auch. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Züge. Haben wir da hinten ein Depot? Denn von wo die kommen, ist eigentlich egal. Da sind wir falsch. Hier unten war's. da haben wir kein Depot. Wir können auch hier raus. Aber wenn wir hier auch keins haben, dann können wir das Depot auch hier hinten bauen. Das ist ja dann egal. Also, dann nehmen wir mal die alten Gleise. Hier wird eh nicht gerast. So, hier raus. Eine Weiche und ein Depot. Da machen wir jetzt gar keine langen Geschichten draus. Vielleicht mal das hier. Genau. Apropos keine lange Geschichte. Das ist dann doch eher eine lange Geschichte, dieses Depot. Aber okay. Züge. Wir kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal. Wenn wir uns jetzt drei Züge hier zusammenstellen, dann ist die Zeit rum. Aber wir kaufen uns jetzt hier mal noch drei schnelle Lokomotiven, und zwar ganz schnell. Und dann mitfahren werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hochleistung Intercity, nee, das ist natürlich nicht unbedingt eine Güterlok in dem Sinn. Was ist denn? Ich glaube, ich habe doch mal hier unten so eine richtig fette gesehen, die 230 oder so macht. Die würde mal 200 machen hier.
die E-Lok 100-313, die kenne ich so auch. Wisst ihr was, die kaufen wir mal. Wir brauchen keine Doppeltraktion, es geht nicht massiv auf. Oh, ich wahnsinniger. Bin ich denn behämmert? Oh, ich hatte jetzt aber halt auch ein riesen Vertrauen in diese Lokomotive. Ich glaube, die haben wir auch schon mal irgendwo genommen. 200 ist das, was wir brauchen. Es darf sogar ein bisschen schneller sein, aber 200 würde ich mal frech sagen, ist Minimum. Das ist Lufthansa. 160 ist leider zu langsam. Das ist eigentlich wieder die gleiche oder zumindest eine ähnliche. 200 Trainfieberlok. Das hat auch keine Güterlok in dem Sinn. 230 RE 460. Nehmen wir. Und dann hatte ich doch eben, irgendwo hatte ich doch noch. Die machen auch 200. Dann nehmen wir mal noch so eine Migros-Lok. Wisst ihr was, wir machen vier Züge, damit wir hier vernünftig eine vernünftige Zeit erreichen. Wir müssen uns einfach beeilen. Das ist der Metronom, den habe ich auch nicht gemeint. Der ist zu langsam. Wo ist denn diese Lokomotive, die ich da noch hatte? Oh Gott, wir haben dermaßen viele. Hier, die macht auch 230. Das ist aber auch nicht. Ich hatte eine andere. Vectron. 140. Ich finde die Lok nicht. Nicht die, ich meinte leider. Aber okay, hier haben wir noch Heisenberg. Die würde doch gut passen. Gottardo. Und vom Tempo her passt sie auch. Wisst ihr was, wir nehmen die mal noch. Also, ich habe vorhin gesagt, wir bauen den Gotthard, dann nehmen wir natürlich diese Lokomotive noch dazu. Gut, ich hätte jetzt hier eigentlich nicht zumachen müssen, denn wir brauchen noch Wagen. Und zwar Öl. Öl haben wir irgendwo hier unten. Genau. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich wechsle jetzt hier mal ab und bestücke. Ist das alles, was wir hier an Auswahl haben? Wir haben doch viel mehr Kesselwagen. Irgendwo hatten wir doch eine ganze Ladung. Ist das weiter oben? Kann natürlich sein. Dann nehmen wir da noch welche und dann verteilen wir die einfach auf die Lokomotiven. Na? Hier. Ah, die sind standardmäßig auf Güter eingestellt. Das ist natürlich ärgerlich. Da muss ich jeden einzelnen hier umstellen. Oh, doch. Aber funktioniert. Öl. Und das veranlasst einen dann wieder zu Fehlern. Und dann kann man den ganzen Zug wieder auseinandernehmen. Aber sonst haben wir überall die gleichen Wagen. Das fände ich eben auch schade. Ist ja schnell gemacht. Was soll's. Und das lohnt sich. Dann haben wir wenigstens schöne Güterzüge. Das sind nur Güter. Ist mir eigentlich soweit klar. Das ist auch kein Öl hier. Wir nehmen nochmal von hier unten. Da haben wir schnell. Da haben wir. Sorry, ich gehe jetzt doch nochmal ganz rauf. Wir hatten doch irgendwo nochmal Tankwagen, die automatisch auf Öl eingestellt waren, oder? Doch nicht. Nein. Okay, haben wir wenigstens die Güterzüge wieder mal gesehen, also die Güterwaggons. Nochmal runter. Und jetzt möchte ich nochmal zu denen, die eben standardmäßig Öl eingestellt haben. Dann brauche ich hier nur ein paar Mal klicken. Öl, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir die auch noch im Sortiment drin. Wir brauchen so viele Wagen. Das ist mir wieder zu heiß hier. Das sind die amerikanischen. Die backen teilweise bei mir. Kaufen, 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 kaufen. Und jetzt gehen wir da mal gucken. Jetzt wird mal hier rumgeschoben. Runter. Halt, wenn ich es erwisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt hätten wir den Zug hier gerne noch. Also machen wir die mal hier rauf. Machen hier nochmal ein. Halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann fehlen uns eigentlich noch 3. Wenn wir jetzt überall 6 hätten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wo sind die jetzt hingekommen? Hier oben wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir runter, runter, runter. Dann haben wir überall 6 Wagen. Okay.
das passt. Wisst ihr was, wir fahren jetzt trotzdem mal noch schnell mit Linie zuweisen. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Ganz einfach. Öl, 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 Öl. Hier haben wir Öl, Hohen Ebra. Das wäre hier, hoffe ich mal. Sonst werden uns die Züge eh gleich sagen, nö. Wie sieht es denn aus mit der Linie? Haben wir die jetzt eigentlich? Wir haben hier keine Linie. Moment, Moment, Moment. Öl, Hohen Ebra. Wir rufen sie mal auf. Da ist die Linie nicht eingezeichnet. Okay, haben wir hier einen Fehler? Nein, ich wollte doch jetzt mit dem Zug mitfahren. Eigentlich. Wahrscheinlich wieder irgendwo kein Strom. Moment. Halt aber nicht bei Linie, Herr Heisenberg. Hier können wir auch zumachen. Den Strom hatten wir hier unten. Wahrscheinlich im Bahnhof drin. Ja, genau. Okay. Haben wir hier noch Strom? Wie sieht es beim anderen Bahnhof aus? Wahrscheinlich ähnlich. Nein, hier haben wir Strom. Gut, hier passt. Jetzt hat es die Linie auch genommen. Okay, gut, dann können wir raus. Und jetzt fahren wir, wie gesagt, noch mit. Machen hier zu, machen hier auch zu. Lassen das Spiel laufen und gucken, wer hier rauskommt. Mit dem fahren wir mit. Die anderen Züge, die werden wir dann in der nächsten Folge noch in Ruhe mal betrachten. Jetzt geht es halt sowieso natürlich einen Moment, bis hier die Güter angenommen werden. Also, beziehungsweise bis das Öl kommt, so meine ich es, bis die Strecke angenommen wird, bis wir die Linienbenutzung haben. So, das ist jetzt eh nicht so wahnsinnig spektakulär zum Mitfahren. Das Spektakuläre ist eher das Tempo und ob das funktioniert. Aber wir fahren jetzt natürlich trotzdem mit, ist eine neue Linie, sind neue Züge. Aber im Tunnel kann ich ja ein bisschen Gas geben. Cool. Ah, der Sound ist schon mal sehr nett. Dann gehen wir hier rüber. Gucken, wie der Zug sich hier rüber schlängelt. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Die Idee wäre ja schön, behaupte ich jetzt mal. Wenn es auch nicht geht, dann müssen wir uns da halt tatsächlich was völlig anderes einfallen lassen. Für diese Züge, die da eigentlich Güter transportieren sollten und das eben nicht können, weil sie keine bekommen. So, jetzt hier Hyperspace. Vollgas, volle Pulle, einmal durch den Gotthard durch. Ist schon eine ordentliche Strecke. Ich wundere mich immer noch, dass die bloß 1,2 Millionen gekostet hat. So, jetzt kommen wir hier aber wieder raus. Dann können wir hier wieder langsam machen. Und wir haben 200 km/h drauf, guck mal. Also das klappt schon. Schnell sind wir. Die Frage ist, sind wir schnell genug? Das werden wir rausfinden. Ja, irgendwann, ich schätze mal in der nächsten Folge. Dann sehen wir, also Öl werden wir mit Sicherheit transportieren. Die Frage ist dann halt eben, ob wir die Güter dann rechtzeitig in die Städte kriegen, damit das funktioniert. Wir werden sehen. Sonst, wie gesagt, ich habe jetzt 3-4 Mal gesagt, sonst haben wir wieder eine neue Schönbaustrecke. Und das finde ich auch nicht wirklich schlimm. Je mehr Züge, desto besser. Ganz einfach. So, da geht die Autobahn in ihr Loch rein. Und hier kommt Kollege Güterzug das erste Mal hier an. Oh, da muss er massiv runterbremsen, sieht man oben. So, der ist auch, der Wagen hier ist schon klasse, guck mal. Schlangenleder. Boah, und hier ist ordentlich was los. Hier fahren doch einige Züge rum. Wie man sieht, da oben wartet noch einer. Ne, der darf jetzt auch gerade losfahren. Das wäre schon schade, wenn das halt wirklich nur eine reine Schönbaustrecke wäre. Das darf durchaus hier auch funktionieren. Mit ein bisschen, ja, Schummeln ist es ja nicht. Eben, dass wir halt die Ressourcen für die Güter hier jetzt woanders herholen. Das ist eigentlich kein Schummeln, sondern ja, wir behelfen uns halt. Ganz einfach. Gut, wir fahren nochmal zurück. Da kommt schon der nächste Kollege. Wie schnell bist du? Ja, der bremst jetzt natürlich auch schon. Der war auch schnell. Sehr schöne Lok, diese schwarze. Die kreuzen. Das lassen wir uns nicht nehmen. Okay, gut. Ich würde sagen, lang genug hier zugeguckt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Also das mache ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.